Und ja, auch die Besatzung in, also die Soldaten in Militärgebäuden trainieren auch und können auch ableveln. Allerdings nicht so effektiv wie die Leute in der Burg oder in Lagerhäusern. Deswegen ist es manchmal vorteilhaft, einfach die Leute aus den Gebäuden, die Schwächeren auszutauschen. Also mit dem Befehl, den ich gezeigt habe, diesem hier. Hol Schwache zurück, schick Starke raus. Einfach auch, dass wir den entsprechenden Schutz an den Grenzen haben. Nun ja, wir könnten hier noch weitere Militärgebäude errichten. Einfach um unsere... Okay. Aber das wollte ich nicht errichten. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das abreißen will. Und das ist auch eine Sache, die man in diesem Spiel beachten sollte. Wenn man einen Bauplatz abreißt, dann brennt der. Also egal, ob man ein Gebäude oder einen Bauplatz abreißt, das brennt eine Weile und macht es unmöglich, da was Neues hinzubauen. So. Ich wollte da nämlich nur einen Wachturm haben. So, Angeloge hat Steine gefunden. Also ja, hier wird jetzt unsere zweite Holzfäller errichtet. Und ja, das haben sich die Entwickler als kleinen Nervenkitzel ausgedacht. Das Thema Gold. Gold wird komischerweise gerne in Militärgebäuden noch gelagert, obwohl es in der Burg eigentlich am sichersten wäre. Bringt allerdings, soweit ich weiß, keinen mehr Nutzen. Eher einen weniger Nutzen, gerade wie man sieht, weil das Gebäude ist gerade unterwegs. Und ja, je größer das Militärgebäude, umso mehr Gold wird drin gelagert. So, hier wird jetzt fleißig Eisen und Kohle schon mal geschürft. Genauso wie Gold geschürft wird. Da wir im Augenblick aber noch keine Abnehmer dafür haben, kommt jetzt alles erst einmal. Ja, kommt halt alles erstmal in die Burg. Ja, ist gut, dass wir das Gebiet hier ausgesucht haben, da hat unser Steinklopfer genug Steine. Solche Steine halten zwar ziemlich lang, aber es ist trotzdem doof, wenn sie irgendwann ausgehen. Oh, da hat sich einer Kohle und Eisen einheimsen können und sogar Gold. Sie baut sogar schon ein zweites Sägewerk.
Also in späteren Missionen müssen wir wirklich eine größere Industrie, gerade aus Holz, errichten. Weil man am Anfang sowieso schon wenig Startholz hat in späteren Spielen. Also wir haben mehr als genug. Und ja, hier sieht man, einer von ihnen hat trainiert und ist befördert worden zur nächsten Stufe. Vorher waren es, und ja, es sind 12, nicht nur 9, die hier drin sind. Vorher waren es nämlich nur zwei von den Federhelmchen, jetzt sind es 3. Wie sieht es hier drüben aus? Hier nicht. Nee. Und ja, hier werden es auch mehr Federhelmchen langsam. Also, Siedler 1 hat schon sehr viel Micromanagement drin für ein so altes Spiel. Ja, das ist jetzt halt blöd, dass ich mich da vertan habe. Ich dachte ehrlich, das ist die Geschwindigkeitseinstellung. Ja, P ist Pause. Okay. So, hier wird irgendwas aufgebaut. Nee, eine Burg ist es nicht. Habe ich hier gerade irgendwo einen größeren Bauplatz? Vor denen ist es auch keins. Ich glaube, es ist eine Schweinezucht. Das da sieht aus wie ein Brunnen. Aber hundertprozentig sicher gehen bin ich mir jetzt gerade auch nicht. So, er hier hat auf Essen gewartet. Oh ja, unsere Eisenschmelze ist bald fertig. Unser Schmied ist sogar schon fertig. Und ja, ich muss leider zugeben, auf heutige Sicht gesehen ist das Prinzip von Siedler 1 sehr stupide. Man versucht, so viele Gebäude wie möglich zu errichten. Also so viele Militärgebäude wie möglich an der Grenze zu errichten. Dann den Gegner regelmäßig eben zu überrennen mit Soldaten. Seine Truppen ausdünnen und die eigenen eben dann nachschicken. Weil Siedler 1 ist noch ein reines Singleplayer-Spiel. Wo halt die KI noch nicht so Bombe war. Aber es macht viel Spaß trotzdem. Allein das Aufbauen und das Managen. Und ja, häufig genutzte Wege kriegen dann meistens einen zweiten Siedler sogar. Wie dieser Weg hier zum Beispiel und warum auch immer der Weg zum Schmied einen zweiten Siedler gekriegt hat. Aber der hier zwischen Burg und der Fahne noch nicht. So, unsere Eisenschmelze ist auch fertig. Der Schmelzer müsste auch schon drin sein. Unser Wachturm wird gebaut.
Und ja, es ist eine Schweinezucht. Das ohne Weizenfarm, hä? Auch mutig. Und wie man sehen kann, vor unserer Burg ist gerade ziemlich die Hölle los. Ja, eigentlich wird hier wirklich auf der Straße ein zweiter Siedler gebraucht. In diesem Teil können sich übrigens auch Siedler halt noch im Weg stehen gegenseitig. Was im zweiten auch nicht mehr können. Und ja, ich versuche mich mal noch in die Richtung auszubreiten, dass wir auch eine Schweinezucht aufstellen könnten. Also hier wäre genug Platz dafür. Mal kurz gucken. Werkzeuge haben wir in der Mission auch mehr als genug. Also wir brauchen kein Werkzeug machen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Einstellung. Kann das sein? Ja. Genau, der Werkzeugmacher. Was für Werkzeuge soll er in welchem Bedarf herstellen? Also zum Beispiel die Zangen und das Hackebeil werden nicht so sehr benötigt. Die Zangen sind nämlich für unsere Schmelzer. Und das Hackebeil für unseren Schmied. Genau, der Schmied haut auch mit dem Hackebeil auf die Waffen. Nein. Das ist für den Metzger. Sense für den Farmer, Säge für. Uff. Ist schön, dass das, glaube ich, nirgendwo dabei steht, außer im Handbuch mal wieder. Also ja, ich denke auf jeden Fall unser Sägemeister hier. Also der braucht eine Säge. Und beim Schiffsbauer bin ich mir nicht sicher, ob der nicht auch eine braucht. Ja, was haben wir noch? Schaufel natürlich nur für unseren Planierer. Spitzhacke für die Bergwerker. Hämmer brauchen sehr viel. Der braucht der Schlosser, braucht der Schmied, brauchen die Bauarbeiter. Angeln braucht nur der Fischer. Axt der Holzfäller. Ich glaube aber, der Schiffsbauer braucht auch einen Hammer, keine Säge. Oh, unsere Goldschmied ist auch fertig. Sehr schön. Wie man sehen kann, hier werden auch die Flügelhämmchen langsam mehr. Weil das ist. Ich glaube, das ist für jeden Soldaten einzeln gemessen. Ob er. Also die Soldaten, die hier drin sind, sind nicht einfach nur eine Statistik, eine Zahl, sondern sind auch wirklich jeder eine einzelne Entität, die einzeln befördert wird. Und ja, kommen wir mal zu den Häusern. Das will ich noch schnell erklären. Weil ihr habt mich ja hauptsächlich bauen gesehen, aber ich habe nicht wirklich die Gebäude so erklären können. So. Das sind die kleinen Gebäude. Es gibt den Steinmetz. Das Wachhaus, das ist das kleinste Militärgebäude. Holzfäller, Förster, Fischer. Mühle und Bootsbau. In den mittleren Gebäuden gibt es die Metzgerei.
den Waffenschmied, den Schmelzer, das Sägewerk, den Bäcker und den Münzpräger oder den Goldschmelzer in dem Fall. Münzpräger ist es erst ab Teil 2 oder in Teil 2 nur. Den Werkzeugmacher oder den Schlosser besser gesagt. Weizenfarm, das Sekundärlager neben der Burg. Schweinezüchter, Wachturm und Festung, also das mittlere und das ganz große Wachgebäude. Und ja, den Sinn von den meisten Gebäuden wisst ihr ja wahrscheinlich mittlerweile schon. Hey cool, der Wachturm ist schon fertig. Das wird dem Gegner jetzt sicher nicht schmecken. Aber gut, ich würde sagen, wir speichern hier wieder. Ja, Spielstand gespeichert. Und dann gibt es jetzt hier erstmal einen Cut und wir machen in der zweiten Aufnahmesession hier gerade weiter. Also, bis gleich.